Handgelenke, Schuhe haben wir auch ein paar. Da habe ich Geschosswiderstand schon drin, aber da gibt es verschiedene, ne? Feuerwiderstand oder so ein Kram. Das ist schon ganz schön praktisch. Okay, dann hier von hier aus die Turmglocke nicht. Ach, hier ist noch ein Rucksack oder hast du das weggeschmissen? Deshalb, das war ich. Achso, ich habe schon 200 hohe Spitze, okay. So, dann, ja, dann werde ich mich mal auf die Drohne. Ja, hat mich geortet irgendwo. Ja, ich sehe sie. Militärdrohne geht nicht one-shot down. Zumindest nicht mit der Munition, die ich habe. Ansonsten bleibst du in dem Haus, ich gehe rüber in die Kirche. Und schieß wirklich mal auf die Glocke. Soll ich mal auf die Drohne schießen? Von hier? Na, warte mal einen Moment. Die kommt dann zu mir rüber. Das möchte ich jetzt mal ausprobieren, ob das wirklich geht. Ich wollte gerade sagen, die sieht mich sowieso gerade fast. Boah, mach doch die blöde Tür auf, Mann. Ach ja, Janie, darf ich dich mal dran erinnern? Ach komm, wir spielen so bis 8. Daran habe ich auch schon gedacht. Ich hatte ursprünglich gesagt. Okay. Nee, irgendwie ja nicht, ne? Oh, doch. Irgendwie ja doch. Passiert aber nicht drum. Der nix? Nö. Ich höre nicht. Nö. Der Dings ist auch weg. Die Drohne hat nicht umgedreht? Nö, ne? Nö. Die Drohne ist da drüben im Waldstück, oder? Habe ich da gerade den Scheinwerfer gesehen? Ist das richtig? Boah, der restliche Verstärker ist einfach so krass. Brauchst du gar nicht, außer es gibt immer wirklich eine mondfreie Nacht. Dann könnte man es gebrauchen. Aber ansonsten. Ne, da oben ist, glaube ich, gerade durch den Wald geflogen. Ich glaube, da habe ich einen Scheinwerfer gesehen. Da hinten irgendwo. Nö, kommt nichts, ne? Hm. Straßenlaterne. Nur ein bisschen windig. Da hat mich irgendwas gerade geortet, glaube ich. Ich glaube, da ist noch eine Drohne oder so. Ich versuch's nochmal. Ach, man muss von hier aus schießen. Ich glaube, Hunde. Oh ne, das klingt nicht nach Hunden. Ich höre nicht. Ich höre aber nur was. Ich höre was laufen hier draußen. Doch, könnten Hunde sein. Warte mal. Jetzt kommt die Drohne wieder. Ich glaube, die stehen schon direkt vor der Kirche, deswegen sehe ich sie nicht. Wo ist denn die? Ah, da ist die Drohne. Jetzt kommen sie natürlich alle zu dir, ne? Hab die Drohne. Mhm. Na, wo kommen die Hunde? Hier ist nur ein Streuner. Geht in eine andere Richtung. Wir sind irgendwie von unserer Mission abgekommen, glaube ich. Ja. Wir müssen hier so ein bisschen ablenken lassen. Wo? Komm mal zu dir.
Ja, ich wollte es nur mal wissen. Und das ist cool, dass es funktioniert. Hast du es zerlegt? Ja. Was war das? Weiß ich nicht, es war Auge in Auge mit mir. Groß, klein, Hund. Hund. Auf was stehst du? Auch auf einen grünen, den Militärhund, den ich gerade eben hatte schon. Sehe ich nicht mehr, ist weggerannt. Oh. Ich. Nee, da ist noch einer. Ich glaube, der Hund kommt gleich wieder. Das Kampf geflohen. Hallo, der ist abgehauen, nicht ich. Die Sau. Penner. So, was du sagst, so, was müssen wir machen? Maskara Nora Zeitung, gemeinsam sind wir stark. In der Nähe Landstegs bei Divix Ude. Vermutlich irgendwo am Strand, nicht weit von der Kirche von Saltholmen. Da sind wir gerade. Das können wir machen? Das, ja, wenn wir sowieso da sind, dann sollten wir das. Oder den Störsender, der ist noch westlich von uns. Ist das eine westlichen das andere? Teil von. Ja, genau. Also es müsste irgendwo am Strand sein. In der Nähe der Kirche. Boah, hier ist so viel Strand, so eine Scheiße. Westlich von der Kirche. Ja, wir sind auch in die komplett falsche Richtung eigentlich gelaufen. Ne? Wir müssen im Endeffekt hier unten einmal auf den Weg drauf und dann den Rest da runterlaufen. Okay. Die Munition hier schon genommen? Ja, Vogeldunst, deine Mutter. Okay, dann lass uns hier vorne rausgehen. Ich glaube, ich wechsle das Gewehr nochmal eben. Ja, mach das. Deswegen, ich habe das Sturmgewehr und das Jagdgewehr im Moment in der Hand. Hä? Glühwürmchen oder was? Ach nee. Das Mondlicht, was da durchscheint oder was? Ich sehe nichts. Da vorne ist hell, aber ich weiß nicht warum. Naja, egal. Abflug hier lang. Zwei von 12 Beute habe ich hier nur. So, weil hier noch. Ach, hier ist eine Scheune, aber. Hier ist ein Rucksack auf dem Beifahrersitz. Bitte? Auf. Hier ist noch ein Rucksack auf dem Beifahrersitz. Okay. Ein halb abgedecktes Auto, das kann man noch nicht aufmachen. Baumschule. Gehen wir in die Scheune. Badewanne? Okay. Gelbe Kiste. Klassische Sonnenbrille. Ja, sehr gut. Kappe rückwärts. Make-up-Stern haben wir auch schon 150 Mal. Sonst ist hier nichts. Bringt das mir was, wenn ich die Sonnenbrille aufsetze? Nur mal so. Dann muss ich hier wieder Munition stacken. Hör ich nix. Ist das ja endlich mal ein Spiel, wo man dann auch nichts sieht, wenn dunkel ist. Nö, okay. Dann laufe jetzt wenigstens mit Sonnenbrille rum. Also hier ist sonst nichts weiter. Waren halt nur zwei Kisten. Mhm. Gucken wir mal hier. Ja, was Wichtiges, weil ich guck selber mal eben. Ja, ich habe ja gerade eben. Ich wollte gerade sagen, geh ruhig einmal nachgucken. Eventuell siehst du ja noch irgendwas, was. Findest du wieder was, was ich nicht sehe? Finde. Platz habe ich jetzt noch momentan. Genau. So, ich habe jetzt also 4 Explosivkanister dabei. Aber der große ist jetzt leider weg. Vielleicht finden wir noch welche. Oh. So. Janie! Ja! Du warst hier auch noch nicht in der kleinen Hütte, ne? Wo ich gerade reingesprungen bin. Weiß ich nicht.
Energies alle. Was ein Kack. Hier in der Hütte. Hier ist noch was zum Durchsuchen da. Viel Fernrohr für Gewehre. Grau? Grau, ja, ja. Gehen wir mal weiter. Klar. Unten startet wohl irgendeine Straße, wa? Ja, hier kommen wir gleich auf den Weg. Genau hier. Hier ist der Weg. Und über den Weg können wir entweder direkt an den Over and Out, die Sicherheitsmission, oder da oben in die Stadt, kann ich mir vorstellen. Hier muss irgendwo ein Eingang zu einem Bunker sein, denke ich mal. Also noch ein Stückchen weiter. Gesundheit. Ich habe aber gedrückt. Ich weiß, ich habe dich trotzdem bis hier rüber gehört. So, aber wie gesagt, ne, also selbst nachts, ne, das Spiel sieht so toll aus. Der Mond steht gerade aber leider nicht schön. Ansonsten hat man da noch schöne Lichtstrahlen. Ist schon echt cool. Auch von der, wie gesagt, so von der Atmosphäre her echt geil umgesetzt. Du hast nicht ständig irgendwelche Vögel, die dir auf den Sack gehen. Du hast nicht irgendwelche imaginär knacksenden Zweige im Wald, die so künstlich so Spannung erzeugen sollen und die du irgendwann einfach überhaupt nicht mehr hörst, weil es dir einfach nur auf den Keks geht. Das ist schön. Also das Spiel kommt ohne sowas aus. Finde ich echt gut. Sehr malerisch nennt sich das, glaube ich. Idyllisch. Idyllisch. Ja, wenn die Roboter nicht wären, wäre es total idyllisch. Aber so haben wir so ein kleines Problemchen. Oh, da ist der Funkmast, wo wir hin sollten, damit wir den entstören können. Was ist denn da vorne? Nix, okay. Also hier wären wir, glaube ich, so ziemlich am Arsch, wenn ein irgend so einer auf die Füße fällt. Mhm. Was ich jetzt noch cool finden würde, wenn ich endlich mal einen Schalldämpfer fürs Sturmgewehr finde. Könnte ich fast das Jagdgewehr wegschmeißen. Auch wenn gefühlt das 762 ja echt wenig Schaden macht, ne? Muss ich ja leider sagen. Dafür, dass es 762 ist, haut das ganz schön wenig rein. 556 gibt es angeblich auch noch, aber das müsste ja dann noch weniger Schaden machen. Das müsste ja irgendwo knapp über den MPs sein. Und das ist ja auch blödsinnig, wenn ein 9mm mehr Schaden macht als eine 556er, die, glaube ich, ein bisschen flotter ist. Ja, hier vorne ist das Ding. In Fallout werden die jetzt Ghule. Hier rechts blinkt irgendwas. Da ist bestimmt wieder eine Zecke drin, ne? Ja, da ist er. Was? Finde das Fahrzeug des Trupps? Da unten ist es. Hier ist noch was drin. Notsignalfackeln. Schalldämpfer für Jagdgewehre. Bäh. Was, wie heißt's? Laut Karte befindet sich der nächste Funk. Over and out. Finde das Fahrzeug des Truppes und benutze dessen Funkgerät. Okay. Ah, hier unten ist nochmal eine Baracke und ein LKW. Oh, warte mal, habe ich da rechts gerade was gesehen? Ich weiß. Ja, weit entfernt, Straßenlaterne. Aber hier unten scheint auch keiner sonst zu sein. Ich glaube, ich gehe erstmal. Ah, hier. Hier, das Schloss konnte ich jetzt knacken. Ah, das geht dann vor dem anderen Bunker bestimmt auch. Ah, das gilt also als verschlossen. Aha.
Gut zu wissen. Dann ist da ja richtig was los. Da vorne ist lauter Munition. Hier ist gar nichts, ne? Nee, okay, aber nicht. Da ist überall Munition. Da sind auch noch zwei. Okay, cool zu wissen. Laden wir da mal mit rein wieder. Ein Hohlspitz rein damit. Genau 200. Sehr gut. Damit haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. Das ist natürlich echt cool. So, ist hier was drin? Oh ja, hier ist was drin. Da ist eine Munitionskiste. Vogeldunst. Taschenlampe. 1 bis 4-fach für Flinten. Und ein Haarnadel-Dietrich. Den brauchen wir ja jetzt. Wir haben ja einen verbraucht, wa? Oder verbraucht ihr den nicht? Doch, verbraucht er. Okay. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn er den nicht verbraucht. Ja. Ehrlich gesagt. Oh, da liegt eine Notiz. In dem Wagen. Ich finde den verschollenen Nachschubkonvoi. Okay. Ich würde sagen, ich habe was gehört. Ah! Hier unten ist was am Wasser. Jetzt möchte ich gucken, was ich da gehört habe. Weil hier ist ja auch noch irgendwas. Ich habe hier definitiv eine Maschine gehört. Hier ist gar nichts, okay. Da hinten läuft was. Oh, zwei große. Also zwei mittelgroße. Ich weiß nicht, ob wir uns mit denen anlegen wollen. Die gehen aber weg von unserer Position. Okay. Für die Leute, die sie eventuell gerade nicht sehen konnten. Da sind sie. Ja, die haben den Rücken zu uns gedreht. Die gehen die Straße runter. Okay. Hier lang und dann rechts. Ich glaube, das ist der Bauernhof, den die gemeint haben, wo die sich verschanzt haben. Oh, guck mal, Trumpeter war da, die haben Modelle gebracht. Nein, Quatsch. Die Musik ist komisch. Mhm. Fernanlehrer Nora Saltone. Okay. Ach so, das ist wie ein Postverteiler. Na, fallen jetzt lauter Pakete raus? Oh, clever. E, nicht F. Schalldämpfer für Jagdgewehre. Jetzt ist aber auch mal gut. Ansonsten. Ach, hier ist eine Munitionskiste. Leer. Map. Oh, okay, dann warte ich halt. Ich wollte gerade sagen, wir stecken ineinander fest. Dann warte ich halt, bis du da weg bist. Zu? Inwiefern zu? Nee, kommt man nicht rein, okay. Zu. Zu. Ganz zu. Ne, hätte ja sein können, dass das wieder so ein komisches Schloss ist, was ich knacken kann. Ja, hier vorne ist, glaube ich, auch zu. Ja. Hier, der geht auf. Nix drin. Zwei Türer. Auch nix drin. Kein Rucksack, gar nix. Oh, hier, Munitionskiste. Vogeldunst. Rucksack. Eyeliner, Erste-Hilfe-Set. Oh. Naja, komm. Vogeldunst. Sonst nix. Hier was Interessantes drin. Oh, Munition. Ja. Zweimal sogar. Leer. Leer. Das ist geil. Dann guck mal hier mal in den Dings rein. Oh, falsche Richtung. So komme ich da nie hin.
Okay. So, was haben wir hier? Auch leer, das gibt's doch gar nicht. Rucksack. Explosionswiderstand, T-Shirt rot. Okay. Nicht schlecht. Also wir versuchen hier gerade den Weg zur Quest zu finden. Ist da was? Ja, Munition. Ist auch leer bei mir. Oh, it's a Ghetto Blaster. Nee, einer reicht, glaube ich. Ansonsten habe ich ja die Notsignalfackeln. Vorne vielleicht noch Munition? Nee, hätte sein können. Okay. Oder soll das sein? In der Nähe eines Landungssteges bei Düviks Ude untergekommen sein. Vermutlich irgendwo am Strand, nicht weit von der Kirche von Saltholm. Finde den Unterschlupf auf Norra Saltholm. Irgendwo am Strand. Ja, dann muss das ja im Endeffekt entweder das sein oder da unten am letzten Eck. Na komm. Lass uns hier mal weitergehen. Die Taschenlampe mal aus. Eine Straßenlaterne. Ich bin hier oben an der Straße, Jenny. Und liebe Leute, so zwischendurch mal als Information. Also das ist heute nicht nur so spontan Generation Zero. Das ist jetzt fest bei mir sonntags drin. Das steht da unten noch nicht. Na, das war eben auch meine Vermutung. Okay. Also ihr könnt auch gerne mal kurz da oben diesen lustigen Benachrichtigungsbutton in Form eines Herzchens drücken. Dann verpasst ihr den nächsten Sonntagsstream, auf keinen Fall. Und eventuell, falls ihr Interesse habt, auch montags und dienstags Escape from Tarkov. Obwohl, wie gesagt, diese Woche ist ein bisschen unsicher, Tarkov. Weil dieses komische Event läuft, wo man nur Sachen von anderen Spielern kaufen kann. Und das ist so leider so überhaupt nicht mein Ding. Und Freitag spielen wir Fallout 76. Genau, und Freitag wird hier immer im mindestens Duo Fallout 76 gespielt. Ich glaube, diesen Freitag ist dann der Buzzy mit dabei noch, wenn er kann, wenn er darf. Und der Kitsi ist wahrscheinlich auch mit dabei. Dann haben wir ein volles Viererteam zusammen. Das könnte dann ein bisschen chaotisch werden. Ich wollte gerade sagen, da vorne blinkt es orange. Was ist das? Ah, ich habe ein Beacon gefunden da vorne. Ist wieder so eine Antenne. Geht hier rechts die große Garage auf. Irgendwie, oh, hier ist ein großer Zaun außenrum. Ich glaube, da ist nichts Interessantes. Oh, toll. Ich glaube, da ist nichts Interessantes. Na. Saltholms Bro. Hey, Bro. Der schwedische Bro, Saltholms Bro. Ah, hier, grüne Kiste. Zielfernrohr für Gewehre, Schalldämpfer für Jagdgewehre. Jetzt habe ich aber die Faxen dicke von dem grauen Scheiß. Wegen 4- bis 8-fach schön und gut, aber nicht in Grau, ey. In Grün wäre mal schön. Dann könnte ich das hier oben drauf austauschen, weil das ist ja nur einfach. 1- bis 4-fach. Das ist ein bisschen wenig, wenn man so richtig schießen will, auch wenn gefühlt die Reichweite eh nicht da ist. Also ich habe bis jetzt irgendwie nie richtig was getroffen, weil ich weiß auch nicht, ob hier richtige Physik im Spiel ist, was Schießen angeht. Oh, hier ist Munition im Bad. Leer. Ich kotze. Hier ist auch sonst nichts. Nö. Ansonsten war's das hier. Da hinten ist noch ein Haus. Unten auch nichts. Geh mal hier rüber. Toll. Es ist so schön beleuchtet, weißt du, und du kannst nicht rein. Echt nicht? Nee, oh, echt nicht. Du. Voll doof.
Das ist echt blöde. Schauen wir mal, was hier drin ist. Eventuell unsere letzte Hoffnung. Auf Loot! 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 Nix. Doof. Okay. Ja. Jetzt wäre ich langsam müde. Entschuldigung. Wie sieht's aus? Oh, grüne Kiste. Und ein Rucksack. Erste Hilfe? Nö. Was sind das für Handschuhe? Autohandschuhe braun, die fehlen gar noch. Nichts drin in der grünen Kiste für mich. Okay. Na gut. Dann gehen wir mal nach links weiter, wa? Ich das Ding einfach so zerschieße, ne? Vielleicht ein Bunker? Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwo hier muss einer sein. Salzhombro? Ich denke mal wirklich, dass es hier dann ist. Lass uns mal darüber gehen, wa? Mach mal. Wow. So, noch ein Fertigkeitenpunkt und dann kann ich mir ein Dings holen. Eine Erweiterung oder was? Ja. Cool. Hinter dem großen Zaun? Ach so, dass da ein Bunkereingang hinter dem Lagerhaus war. Das glaube ich jetzt fast nicht, aber wir können gleich nochmal gucken gehen. Aber ich suche jetzt eigentlich gerade eher den Unterschlupf. Ja, da vorne ist auch ein Bootshaus. Boah, toll. Jetzt, ist das ein Funkturm oder ein Wasserturm? Sieht aus wie ein Funkturm, ne? Gehen wir da mal flott hin. Vielleicht hängt da auch wieder irgendwo eine Zecke drin. Aber so eine große Anlage. Radarstation Maskar. Ah, okay. Beute und Sammelgegenstände gibt's hier. Wildfarning. Hier ist ein Garten. Ja. Munitionskiste. Hohlspitz. Ne, brauche ich gerade nicht, glaube ich. Ja, doch, ich habe gerade verschossen, ich Idiot. So, hier ist noch Beute. Erste-Hilfe-Set brauche ich gerade, glaube ich, nicht, oder? Wie schaut's aus? 19, 19. Doch. Eins brauchen wir gleich. Hohlspitz. Schalldämpfe für Jagdgewehre. Ja. Ätzend. Na gut. Und hier ist Maska, also ist unterwegs. Irgendwo auf der Straße muss irgendwo ein LKW sein. Oi. Schön. Maskar. $100 EP. Boah. Also akustisch ist das Spiel schon echt gut.